la 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 la. Ist ja schön, dass ihr das alles hier so lustig seht, aber am Ende zählt nur das, was unterm Brustich steht. Mein Style ist fresh, er ist luftig, verpackt die Scheiß auf Rap. Mann, wofür schuft ich mich ab? Ich geh back to the roots, und zwar ins 18. Jahrhundert. Doch nen Bruder mit Kolumbus und paar Japsen auseinander. Ihr könnt fragen, wen ihr wollt, Mann, ich hasse das, stimmt. Ich hab keine Angst vor dir, weil du noch Apfelsaft stinkst. Ich stimm mit der hergeschriebenen Kram, die Hitlist, du stimmst nix. Denn dein Kram ist lahm wie Philipp. Deine Freundin will es immer und will, wenn sie in meinem Zimmer so chillt. Wie sie ihn ganz klein bekommt, hab ich als Hintergrundbild. Klammer auf, Hurensohn, Pünktchen, Pünktchen, Klammer zu. Komisch, dein Bruder ist kein Hurensohn. Aber du, hör mal, wegen Rhymes und aufgrund des Wort ist doch keiner von euch gecheckt, dass Almund ein erfundener Ort ist. Den gibt's gar nicht, Alter. Immer noch am wenigsten von euch. Wer von euch ganz im Rapper legt sich wenigstens ins Zeug? Es ist Sergio. Es ist Sergio. Ah, wer jetzt denn der Gesicht kommt? Wollt ihr Rap für mich nur, wenn ich mich setze und staun? Ja, der Sergio. Ja, der Sergio. Kulo, findest du nicht auch? Ich rappe, du raps, SES rap. Würde es dabei bleiben, ja, dann wär die Welt fresh. Doch leider werden zu viele zum Rappen animiert und wollen alles besser wissen, als hätten sie studiert. Deine Frau bittet mich mit dir auf dem Sofa fest zu poppen, und zu der Zeit liegst du schon auf dem Oktoberfest besoffen. Na yo, der Man, hab ich das nicht schon ein Dutzend Mal gesagt? Mit den ganzen anderen Parts der MCs putz ich mir den Arsch. Ich weiß, ich schnüffel mir echt nach. Mein Scheißtisch ist ne Baustelle, denn ich brauch Straße und bleib mir diese Scheißgift, den wir auch kämpfen. Von mir aus kannst du Ficker kommen. Ich bleib stehen, denn ich hab Nüsse so wie Mr. Don. Du willst auch Rapper sein, ich zieh dir die Bauchdecke ein. Du bist nicht auf dem Street, du kuschelst in deine Flowstecke ein. Du wirst an deiner Männlichkeit bedroht. Ich bin ständig breit und doof. Und deine süße Kleine wird jetzt bis zur Unendlichkeit missbraucht. Wer ist immer noch am wenigsten von euch? Wer von euch kann zu Rapper legt sich wenigstens ins Zeug? Es ist Sergio. Es ist Sergio. Ah, wer jetzt ist denn der Gast gekommen? Wollt ihr Rap für mich nur, wenn ich mich setze und staun? Ja, der Sergio. Ja, der Sergio. Ey, du kannst hier auch nicht rappen, weil du nicht Sergio bist. Dein Album ist wie ein alter Burger King Gutschein von 2012. Ich mein 2019. Weil er wertlos ist. Wertlos. Ich schwör, ich bin der Beste, mein Ego ist sehr groß. Ihr macht mir meine Sex und gib mir bitte noch mehr aus. Mehr aus, bitte, bitte hol dir mehr aus. Ist so eine coole Hook, was hast du? Ah, 2000, Alter. 2000 deutsche Rapper gibt es hier in Deutschland. 2000 Rapper, das muss man sich mal vorstellen. Also, das wird mir echt zu viel so. Ey, ich weiß auch, früher, da gab es echt nur Tupac so, und jetzt sind es über 2000 Rapper. Und statistisch gesehen ist ja jeder dritte Rapper auf jeden Fall ein unqualifizierter, talentfreier Künstler, was auch ein Defizit am mangelnden Selbstbewusstsein hervorheben kann und umso mehr ausschlaggebend für unsere Umwelt.